Herzlich willkommen zum Abnehmen Q&A. Fragen und Antworten, die fünf wichtigsten Fragen zum Thema Abnehmen. Frage 1: Muss ich bei einer Diät Sport treiben? Immer wieder eine sehr beliebte Frage. Nein, du nimmst auch ohne Sport ab. Jedoch empfehlen wir ein gesundes Maß an Bewegung. Allen voran empfehlen wir Spaziergänge und Fahrradfahren, gegebenenfalls Hobbysport. Es ist zwar nützlich, aber keine Bedingung, da man sich auf Dauer auch nur dazu quälen müsste, beziehungsweise es ist fragwürdig, ob man das auf Dauer in Zukunft in sein Leben integriert. Wichtig ist unserer Meinung nach, dass der Abnehmerfolg 90% von der Ernährung abhängt. Sport per se oder Bewegung ist jetzt nichts Schlimmes. Also es kurbelt natürlich den Stoffwechsel an, erzeugt in deinem Kreislauf Energie. Deswegen empfehlen wir schon Bewegung, aber wie gesagt in Maßen und so wie du es auch am besten umsetzen kannst. Es ist wichtig, dass du das halt dauerhaft oder zumindest eine Zeit lang wirklich so betreiben kannst, dass du damit keine Schwierigkeiten hast. Dann kommen wir auch schon zur Frage 2. Wie groß dürfen denn meine Portionen sein, die ich essen darf während der Ernährungsumstellung oder der Diät? Unsere Antwort: richtig groß. Das ist kein Scherz. Gerade am Anfang dürfen die Portionen wirklich richtig groß sein. Es ist wichtig, dass du halt erstmal in die Ernährungsumstellung reinkommst. Du wirst dich anders ernähren als vorher. Vorher hast du vielleicht überwiegend Fertignahrung oder zumindest andere Produkte gegessen, wie die, die du dann in der Ernährungsumstellung zu dir nimmst. Und der normale Zustand, den wirst du in der Ernährungsumstellung zu spüren bekommen, ist, dass du nach einer Mahlzeit 3 bis 5 Stunden satt bist. Anders als jetzt, bei der uns gängigen Ernährung ist es ja so, dass der Blutzuckerspiegel leider zu stark ansteigt, dann einen rapiden Absturz erleidet und wir dann ständig wieder Hunger haben. Das kann dann schon teilweise nach 1 bis 2 Stunden der Fall sein. Bei der Ernährungsumstellung ist das anders. Du wirst Mahlzeiten kennenlernen, mit denen du wirklich dauerhaft und richtig schön lange, also 3 bis 5 Stunden satt wirst. Und dann ist es da auch so, dass sich die Menge später auf ganz natürliche Art und Weise dann reguliert. Du wirst dann halt von kleineren Portionen genauso satt. Bloß am Anfang ist es halt wichtig, dass man einfach größere Portionen isst, um einfach reinzukommen. Wichtig ist, wir zählen auch zum Beispiel im MSP keine Kalorien. Wir nehmen einfach mit Köpfchen ab, deshalb hungert man nicht. Wer in einer Diät oder Ernährungsumstellung hungert, der betrügt einfach nur sich selbst. Die Psyche hält diesen Druck sowieso nicht lange stand. Und dann wird es immer wieder mal zu diesen typischen Heißhungerattacken kommen, weil der Körper holt sich immer das zurück, nach dem er verlangt. Also wenn du dein Körper oder wenn du nicht satt wirst und versuchst zu hungern, kannst du versuchen, deinen Körper so lange zu betrügen, wie es funktioniert, wirst aber sehen, dass das halt nicht nachhaltig ist. Also es bringt einfach nichts, sich so lange diesen Druck auszusetzen. Wer eine gesunde Ernährungsumstellung macht, wird Mahlzeiten kennenlernen, die viel länger sättigen als Nudeln, Burger, Brot und Pizza. Wer das einmal für sich wirklich richtig erkannt hat, der wird dann erstmal nie wieder zurück wollen, weil er wirklich endlich mal in seinem Leben richtig satt wird, sein Körper sich an dieses Sattwerden gewöhnt und diese Situation ihm einfach auch viel mehr Energie über den Tag verleiht. Da hätte man dann sowieso keine Lust mehr zurückzugehen. Dann geht es weiter mit Frage 3. Wenn die Waage mal nicht weiter nach unten geht während der Diät oder Ernährungsumstellung, bin ich so frustriert, dass ich alles hinschmeißen könnte. Eventuell bekomme ich dann sogar aus Frust eine Fressattacke. Das ist wirklich eine sehr häufig gestellte Frage. Man will es kaum glauben. Dass die Waage komplett stehen bleibt, ist wirklich sehr selten, bis fast nie der Fall. Dennoch kann es zu Schwankungen kommen. Also es ist wirklich mal so, dass du in den ersten 2 Wochen richtig gut abnimmst und sich das Ganze dann doch wieder leicht stagnierend bewegt, aber nie komplett aufhört. Also die Waage geht eigentlich immer nach unten. Es liegt einfach daran, dass unser Körper keine Maschine ist und du immer mal mehr oder weniger abnimmst. An sich haben wir es aber eigentlich fast
fast nie erlebt, dass die jetzt komplett stehen geblieben ist. Wenn das mal der Fall ist, dann wird es eine Woche später definitiv wieder nach unten gehen. Wichtig ist halt, dass du in der Ernährungsumstellung auf ausreichend Proteine, gesunde Fette, Öle, ballaststoffreiche und möglichst unverarbeitete Nahrung achtest. Dann sollten sowieso solche Fressattacken der Vergangenheit angehören. Und wie gesagt, im Normalfall geht die Waage eigentlich immer stetig weiter nach unten. Frage 4. Was kann ich gegen meinen Heißhunger auf Süßes tun? Also hier ist es wichtig, dass das an sich schon mal ein Denkfehler ist. Dieses Thema hatten wir schon im letzten Video behandelt. Wer zu sehr auf seinen Geschmack fokussiert ist, der hält die Ernährungsumstellung nicht allzu lange durch. Gerade wer sich zudem stark einschränkt, läuft große Gefahr, süßen Gelüsten zu erliegen. Hier empfehlen wir besonders zu Beginn große Portionen für lange Sättigung zu sich zu nehmen. Wer richtig satt ist, der hat auch weniger Hunger auf Süßes oder irgendwas anderes. Zusätzlich sind Zwischenmahlzeiten mit High Carb in Form von Obst jeglicher Art immer erlaubt. Gerade weil es viele Vitamine sind, die man dann zu sich führt. Frage 5 und letzte Frage in diesem Q&A. Stimmt es, dass man in den ersten 2 Tagen einer Diät nur Wasser verliert? Dieser Effekt, anfangs verhältnismäßig viel abzunehmen, resultiert eher daraus, dass man sich in den ersten Tagen meist disziplinierter und somit gesünder ernährt. Der Körper bindet weniger Wasser im Gewebe und der Unterhaut. In puncto Fettverlust sind die ersten beiden Tage also genauso wertvoll wie die Folgetage. Wir empfehlen, sich einmal die Woche zu wiegen, und der größte Erfolg in nackten Zahlen tritt unserer Erfahrung nach auch innerhalb der ersten 2 Wochen auf. Also da kannst du dich drauf verlassen. Das war unser Q&A. Ansonsten hier nochmal ein paar Zahlen. Aktuell laut 2017 der DGE, also von März 2017, sind ca. 37% der Frauen zu dick, Männer sogar 59% und Kinder leider 3,5 Millionen. Ansonsten sind 85% der Bevölkerung mit ihren Essgewohnheiten unzufrieden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch oder abonniere unseren Channel. Vielen Dank!